Gleich bei Shokibanuki Nightshift Frank Albersmann. Und zwar nicht nur als Gast, sondern auch mit einem Song. Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Shokibanuki Nightshift. Mein Name ist unwichtig, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Jetzt hätte ich es beinahe gemacht, um Haaresbreite dran vorbeigeschraubt. Heute bei uns mal wieder in der Sendung, herzlich willkommen, ist Frank Albersmann. Servus, Frank. Hallo. Geht's dir gut? Ja, immer noch. Das war eine höfliche Frage. War eine höfliche Antwort. Und mich kennt ihr, der Pujan. Genau, und was wir heute nicht nur... Also wir haben einige Punkte auf der Agenda heute für die Sendung. Ich hoffe, du hast dir genügend Zeit mitgebracht. Ja, denn was wollen wir machen? Wir wollen erstmal über dich sprechen. Das geht aber ruckzuck, so 2-3 Sekunden. Dann reden wir über mich. Das wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Dann spielst du einen Song aus deinem Repertoire. Mhm. Wir reden über etwas, was du Großes vorhast in 2019. Und wir sprechen unter anderem über unseren kleinen Dreh- und Wackelkandidaten hier, Enjoy Knusper Erbsen, die werden wir natürlich auch noch ausprobieren. Müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Mhm. Einverstanden? Einverstanden. Fragen soweit? Mhm, passt. Super, okay. Frank, du bist Musiker. Stimmt. Dein Hauptmusikinstrument ist die Klampe, wie wir sie auch da hinten in der Ecke sehen. Genau. Ich habe extra nicht Gitarre gesagt, weil die Gitarre hat ja nur ein Loch vorne drin. Hier muss ein bisschen mehr passiert sein. Ja, soll ich sie mal holen? Das ja, hol mal, zeig mal. Ja, ja. Ja, die hat ein bisschen... Gibt es Gitarrenmotten oder was war das? Kneipenschlägerei. Einfach Glas reingeflogen, batsch. Ach Schmarrn, echt? Nein. Bleib bei der Geschichte. Egal was jetzt kommt, so lustig wird es nicht mehr. Also, ja, das war ich weiß es nicht, aber vielleicht find ich noch eine bessere Geschichte, aber... Ja, tatsächlich eigentlich nur durch Spielen, durch viele Spielen. Ach Quatsch. Ja. Du hast dich so, so niedergeschrappt. Ja, das ich habe einen etwas aggressiven Spielstil. Okay. Deine wievielten Finger sind das an der rechten Hand? Das ist jetzt mein zweites Paar. Die Milchfinger sind mit 7 ungefähr ausgefallen. Sehr gut, sehr gut. Okay, aber sie funktioniert noch? Sie funktioniert wunderbar. Würdest du sagen, der Klang hat sich verbessert dadurch? Oder ist es irgendwie einmaliger geworden? Das ist sehr schön. Auch sehr schön. Eine Steigerung von einmalig ist einmaliger. Sehr schön eigentlich, ja. Dramatik mit Shokibanuki. Genau. sagen wir so, es ist schwer zu sagen, weil jede Gitarre ist irgendwie ganz individuell. Aber der Sound ist gut und also sie klingt toll. Okay. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie schlechter dadurch geworden ist. Okay. Wie lange spielst du schon? Die Gitarre oder insgesamt? Insgesamt. Insgesamt Gitarre seit... 12 Jahren? Das ist ja noch gar nicht so lange. Nee, eigentlich nicht. Und was noch nebenbei? Weil du sagst insgesamt Gitarre. Ach so, Lego, Xbox. Ja, Computer. Nee, ich spiele auch Klavier. Okay. Das habe ich ziemlich früh angefangen. Kommst du also aus dem musikalischen, aus einer musikalischen Familie? Insgesamt jeder in der Familie hat irgendwie immer Musik gemacht. Und hast du im Cello geschlafen, am Klavier gab es das Abendessen und so weiter? So ungefähr, ja. Okay. Tatsächlich die erste Gitarre, die ich hatte, die hatte ich die ganze Zeit immer bei mir, egal wo ich hin bin. Und ja, das. Aber wir hatten immer einen Haufen Gitarren bei uns daheim stehen, weil mein Vater Gitarrist ist. Okay. Und es sieht da eher aus wie in einem Musikgeschäft als wie in der Wohnung. Cool, cool. Ja. Hängen da auch Bilder von seinen Auftritten mit teilweise berühmten Leuten oder von Auftritten, die besonders Ja, natürlich. Und die ganzen goldenen Schallplatten und all das. Wie lange hast du gebraucht, um sie für ihn anzumalen? War das Hausarbeit oder Strafarbeit? Sehr lange. Nein, das ist jedes so Mal, wenn du einen falschen Akkord gegriffen hast, hier die Schallplatte musst du anmalen. Ja. Tatsächlich, keine Ahnung, ja, das ist einfach immer. Egal, war ja auch immer eine blöde Frage. Immer, sehr schön. Wie soll ich darauf antworten, du? Alles gut. Du hast uns ein Lied mitgebracht. Ja. Die restlichen hast du zu Hause gelassen. Welches Lied hast du mitgebracht? Was spielst du heute? Ein Rammstein-Song. Nein, tatsächlich heißt er nur wie ein Rammstein-Song. Der Song heißt Benzin. Okay. Der ist jetzt über 4 Jahre alt. Das ist gar nicht mehr so neu, das Ding. Aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht für euch gespielt. Der Rammstein-Song ist aber nicht so alt. Ist der jünger? Ich glaube, der ist jünger. Echt? Ich würde mal... Wahrscheinlich haben die geklappt bei mir. Ich wollte gerade sagen, hör mal rein. Ich meine, ich habe die schon mal spielen hören. So toll war es auch nicht, war nur Spaß. Aber vielleicht über die Rechte, über Lizenzgeschäfte kannst du ganz groß rauskommen. Ja, wahrscheinlich waren die irgendwann mal bei meiner Show. Ja. Ja, geil. Krass. Aber das spielst du uns jetzt. Das spiel da freuen wir uns drauf. Ja. Und... wir brauchen hier richtig viel Umbaumaßnahmen.
Krass. Und zwar sieht das so aus, dass du dich jetzt einfach nach hinten begibst. Mhm. Mach das mal, wir proben das okay. mal. Okay. Das ist immer schwierig, das beim ersten Mal direkt jetzt richtig hinzubekommen. Unter Aufgebären meiner ganzen Kräfte werde ich einfach mal hier die Stühle zur Seite tun. Und genau, nimm einfach die Gitarre auseinander. Vielleicht. Ich versuch's. Also ich meine, ich habe hier schon viel Arbeit geleistet. Halt kurz an, knöpf deinen Mantel zu. Sonst wird der Wind dich ganz geschwind und heimlich attackieren. Und dann mag es passieren, dass du ein wenig frierst und mich dazu verführst, meinen Arm um dich zu legen. Und dann werde ich dich sicherlich und ganz und gar bestimmt niemals mehr wieder hergeben wollen und können. Und ich werde mich so verbrennen, wenn das Feuer deiner Worte aus Benzin in meinen Ohren trifft und alles einfach explodiert. Und du weißt, mein Herz, man denkt nicht klar, ist man erst mal so verbrannt. Ein verwirrtes Wort ist oftmals wahr, doch noch öfter eins ohne Verstand. Noch tun genug, es wäre nicht klug, noch länger so zu stehen. Sonst werden wir einander hier noch in die Augen sehen und mein Kopf wird sich verdrehen, wenn der Spiegel deines Blickes meine Absichten enthüllt und du deine Münze wirfst. Mal auf gut Glück. Und es kommt nur auf Zahl, heißt ja, du weißt, du hast die Wahl. Und ich warte hier ganz still, doch die Münze ist egal. Also wirf sie ruhig nochmal, bis sie zeigt, oh, was ich will, oh, was ich will. Was passieren kann, wenn der Wind dich kalt berührt und uns verführt. Frank, das war ja richtig interessantes Spiel, sag mal. Ja. Komm, dann rutsch mal wieder zu mir. Pass aber auf mit der Gitarre nicht, dass sowas kaputt geht. Ja, stimmt. Am Ende kommt dann Kratzer rein oder so. Besser, ne? Sehr cool, sehr cool. Sag mal, wie alt war das Lied jetzt? Also wie lange hast du, oder wie lange gibt es das schon? Das Lied gibt es seit September 14. Okay. Ja. Hat also schon ein paar Wochen auf dem Buckel. Ein bisschen, ja. Es gibt immer zwei verschiedene Arten, an ein Lied ranzugehen. Die einen schreiben zuerst den Text und dann die Melodie und die anderen haben eine geile Melodie, ein geiles Riff und so weiter und so fort und texten dann dazu. Wie läuft es bei dir normalerweise?
irgendwie parallel. Also bei dem Lied war es zum Beispiel so, ich hatte als allererstes, noch bevor ich das ganz andere hatte, diese eine Zeile im Kopf, wenn das Feuer deiner Worte aus Benzin in meinen Ohren trifft. Mhm. Und das ist dann irgendwann mit dieser Zupfidee dann zusammengekommen, mit der Melodie habe ich... Also hat aufeinander ja, aufgebaut? Das, genau, es ist irgendwie parallel entstanden und das war gar nicht geplant, das zusammenzubringen, aber irgendwann war es dann okay. Einfach zusammen. Holst du dir ab und zu auch Rat bei deiner Familie, bei deiner musikalischen, oder zumindest das Urteil, wenn du sagst, hier, ich habe da was fertig gemacht, ich würde gerne mal hören, was ihr davon haltet, beziehungsweise habt ihr vielleicht einen Tipp, ich hänge an der einen Stelle, wie kriege ich den Übergang hin oder so? Tatsächlich nicht, nein, also mit meiner Familie rede ich wenig über meine Musik. Also sie unterstützt. Nur über deine Musik wenig oder generell wenig? Auch, doch, wir reden viel. Ja, okay. So nicht. Aber über die Musik wenig. Okay. Aber Rat, ja, ich habe ein paar Musikerfreunde, denen ist dann schon so, man geht dann zusammen zu Auftritten, mhm, und dann spielt man das und dann fragt man natürlich, ja, wie fandest du das und das? Oder würdest du das irgendwie anders machen? Und ja, und mit der Zeit entstehen dann die Songs. Es ist nicht so, dass ich was schreibe und dann ist es fertig, mhm, sondern über... Teilweise über Jahre hinweg arbeite. Das heißt, wenn ich den Song 2014 gehört hätte und ihn heute höre, dann hätte ich durchaus Veränderungen. Deutlich, ja. Ehrlich? Ja. Also das Grundgerüst ist das gleiche. Aber das heißt, 2014 hast du mit Schlagzeug und Dudelsack angefangen, genau, und heute bist du bei der Gitarre gelandet. Also kein Dudelsack, sondern ich habe meistens Oboe gespielt. Ach was? Ja, es war aber ein bisschen schwierig gleichzeitig zu singen. Okay. Weil beim Dudelsack auch, aber da kannst du manchmal auch einfach drauf. Ist das nicht eine Frage der Atemtechnik, so wie beim Didgeridoo auch? Ja, aber die habe ich nicht. Okay, wunderbar. Jetzt genug gequatscht, Zeit zum Essen. Ja. Und zwar haben wir hier bei uns auf der, jetzt live on the Showbühne, haben wir von der Firma Kühne, ich kenne die normalerweise nur von Soßen und Senf und sowas, haben wir Knuspererbsen Crunchy Peas mit Paprikageschmack. Denn Knuspererbsen wäre zu wenig gewesen. Deshalb hat man sich überlegt, okay, was kann man alles noch mit reinpacken an Begrifflichkeiten, und hat da reingeschrieben, Enjoy Knusper Erbsen, wie viele Silben sind das überhaupt? Enjoy Knusper Erbsen Crunchy Peas Paprika. Einiges. Ja, über drei. Über drei. Genau, machen wir auf? Ja. Okay. Machen wir auf. Ich mache das in deine Richtung auf, just in case. Okay, noch passiert nichts. So, jetzt machen wir es wieder Kenner. Erstmal reinschauen. Dann riechen. Ja. Wie riecht's? Nach Geschmacksverstärkung und Paprika. Erbsen, ja, ja. Gut, dann greifen wir rein. So, ganz vorsichtig. Und wir probieren die jetzt mal. So sehen Knuspererbsen aus. Ich kenne andere Sachen, die auch so aussehen. Die würde ich nicht im Mund nehmen. Ja. Wir probieren das jetzt einfach mal. Auf dein Wohl. Sie sind knusprig. Mhm. Gar nicht verkehrt. Das ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Gell? Ja. Und sind auch ein bisschen spicy. Nicht zu viel. Ja, das macht die Paprika, glaube ich. Ja, nochmal reingreifen. Mhm. Nimm mal 2, 3. Mhm. Wir machen mal jetzt den Mehrfachtest, wie man es kennt. Ja. Bei mir ist es so, wenn ich Erdnüsse esse, fange ich mit einer an. Ja. Und wenn ich dann vorm Fernseher sitze, merke ich irgendwann, ich habe 5, 6 Stück auf einmal. Ja, und dann auch. Wumm, wumm. Ja. Genau. Und das noch der 5. Oh. Merkt man das eigentlich, das Knusprige? Da oben hängen die Richtmikrofone, deshalb bin ich mal kurz ans Mikro. Das ist jedenfalls keine falsche Werbung. Das stimmt, ja, das stimmt. Und, also ich glaube, wir haben hier ein echt cooles Produkt. Wir haben auch schon richtig viel Rotz in der Sendung, aber das ist echt ein gutes Produkt. Und hier steht natürlich ohne Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Aromen. Glaubt man gar nicht, ne? Mhm. Das ist okay, mhm, man kann es essen. Gar nicht verkehrt. Also hier, Enjoy. Jetzt muss ich nochmal lesen. Knuspererbsen Crunchy Peas Paprika können aus der Schmuckibanuki-Redaktion empfohlen werden. Von Kühne. Probiert's aus. Leckeres Zeugs. Nochmal für den Weg nach Hause? Natürlich. Super. Alles klar. Dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass du hier da warst und uns auch was Schönes auf deiner wunderbaren Gitarre geklampft hast. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Sendung. Bis dahin, habt viel Spaß. Bleibt gesund. Ciao. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.